Hallo. Moin. Wir begrüßen euch aus Neustadt am Rübenberge von Holiday Heinz und Linse. Die Jungs sind super nett hier und die besuchen wir heute. Mhm. Und wir zeigen euch von Weinsberg den Carabus 600 MQ auf Ford. Genau. Spannende Frage, was bekomme ich denn heute ab 54.000 Euro für Kastenwagen? Wie sieht es da drin aus? Neues Modell 2023. Schicker Kasten. Den nehmen wir heute unter die Lupe. Viel Spaß dabei! Viel Spaß! Warum wir euch heute dieses Fahrzeug vorstellen, wir haben da schon mal drin gesessen und haben uns sau wohl gefühlt. Tolles Raumgefühl. Hier, freie Blickachse. Bertel filmt mich von vorne vom Beifahrersitz und ich sitze hier auf dem Bett. Und es ist wirklich richtig cool. Das Raumgefühl. Querschläfer, ne? Auf 6 Meter. Ja, und gar nicht mal so schmal das Bett. Zeigen wir euch aber später. Ich habe hier schon mal alle Oberschränke geöffnet. Herrlich, ne? Hier ist ja nichts im Weg. Also noch ein Oberschrank, Oberschrank, Oberschrank. Hier habe ich meine Regenjacke drin liegen. Viel Platz. Mit dem Lichtkonzept komme ich noch nicht ganz klar. Die Lampe brennt nicht. So, warte mal, das muss ja Bett sein. Bett, hier ist Bett. Brennt sie? Jetzt hast du ein Ambiente-Licht gemacht jetzt hier oben. Habe ich ein Ambiente-Licht gemacht. Über den Stauschränken. Genau, jetzt habe ich es. Jetzt hast du es, ja. Ja, wenn man also hier liegt, hier ist das Kopfende, das ist etwas breiter. So, dann kann man sich schon das Licht anmachen. Und was ganz toll ist, unten, wenn ihr den anderen noch schlafen lassen möchtet und müsst mal auf die Toilette, habt ihr das Nachtlicht im Flur. Zack, aus. Dimmbar. Ach, dimmbar. Ja. Okay. Das kannst du einmal vom Bett aus. Vom Bett aus. Und einmal hier von der Sitzgruppe, ne? Genau. Da sind 4 Funktionen-Schalter da oben, ne? Genau. Ach Mensch, und USB sehe ich da. Hinter der Lampe ist eine USB-Dose. Mhm. Licht hast du aber hier auch nochmal, diese 4 Schalter. Ja. Hier hast du dann auch noch Badezimmer. Hier kannst du das Badezimmerlicht anmachen. Sitzgruppe überm Herd. Und du kannst es, wie gesagt, dimmen. Wenn ich länger drauf drücke, siehst du? Obwohl, ja. Nee, warte mal. Es geht langsam an. Doch, das ist doch eine Dimmfunktion. Ja, genau. Damit, das ist ja eine ganz interessante Schaltung. Was ist das für ein Panel da? Links, dies genau. Von Thetford. Damit könnt ihr den Kühlschrank hier an- und ausschalten, auch mit Nachtabsenkung. Der Kühlschrank befindet ja, sich hier, ja hier vorne. Im Eingangsbereich. Ja, ne? Nicht hier, würde er Platz wegnehmen. Der ist hier vorne. Einseitig zu öffnen, Kompressorkühlschrank. Mit Gefrierfach. Mit Gefrierfach. Volumen habe ich mir aufgeschrieben. Kühlschrankvolumen 90 Liter. Jo, gut. Passt doch. Ja. Hier habe ich Abstellfläche. Könnt hier zum Beispiel eine Kaffeemaschine hinstellen. Habt den Strom leichter zu 230 Volt und darunter 12 Volt Steckdose. Hier der besagte Lichtschalter. Hier der Temperaturfühler für die Dieselheizung. Und das Bedienfeld für den Kühlschrank. Für den Kühlschrank. Mhm. Ablagefläche. Hier wäre genug Tiefe. Hier könnte man Gewürze reintun. Geschirrhandtücher. Etwas klein gestaltet, aber damit wir auch Abstellfläche haben, sind Spüle und Herd. 2 Flammen aus Erfahrung, weiß ich das, reichen vollkommen aus. Du, die Arbeitsfläche ist sehr lang. Riesenhaft. Finde ich. Ja. Naja, durch die Kühlschrankanordnung hast du vorher vorne ja nicht die Arbeitsplattenverbreiterung. Ja. Ne? Ja, ich finde es gut. Eins habe ich übrigens vergessen zu zeigen, das finde ich gar nicht schlecht bei den Oberschränken. Pass auf. Die schließen sich von ganz allein. Ach so, soft close. Ja. Schubladen haben wir 3 und sehr groß. Kein soft close. Groß, groß, groß. Da brauchen wir gar nicht. Ach, das ist ein Fach, das ist keine Schublade, sehr tief. Oh ja. Mhm. Und ein kleiner Kleiderschrank. Wir haben hier eine Stufe zum Bett, die müsste man nach ganz rechts schieben, damit man die Schrankklappe etwas öffnen kann. Ganz bekommst du sie nicht geöffnet mit der Treppe, aber die kann man auch rausnehmen. Das ist jetzt meine Handtasche. Ach, da schon wieder. Mhm. Gut, Küche, praktisch, gut.
Sitzgruppe. Ach ja, dazu brauche ich was. Ich möchte gleich mal mit dem Tisch anfangen. Der ist nämlich freischwebend. Wer das nicht mag, also ohne Tischbein. No? Es geht ja jetzt in dem kleinen Fahrzeug um Beinfreiheit. Komme hier also gut rein. Ja, Platzfreiheit, Beinfreiheit ist, ne, da auf jeden Fall. Er ist auch und stabil. Der Tisch, der wird da eingehängt, ja, ne, auf dieser Schiene, genau, an der Wand und ist bis 40 Kilo belastbar. So wird es, mhm, ne, beschrieben. Ja. Jetzt, wem das zu wackelig ist, da wolltest du was erzählen. Das mache ich gleich. Aber weißt du, warum er nicht ganz so wackelig ist? Da haben wir schon andere erlebt. Schau mal hier, hier ist so eine Verstärkung. Ah, die, ja, gibt dem Ganzen noch ein bisschen Halt, ja, dass er, mhm, nicht ganz so schwingt. Eine Stütze, ne? Ja. Mhm. Mhm. Ja, das muss ich noch einarbeiten hier. Das geht richtig schwer mit der Tischverbreiterung. Ja, dann. Oh ja, jetzt schwingt der auch. Ja. Jetzt schwingt der. Und dann hattest du so ein Beinchen da. Ja. Guck mal, und das Beinchen, das kannst du, das jetzt ist praktisch, ja, wie soll ich das ausdrücken, nur die Hälfte dabei. Es gibt ein Verlängerungsstück, das kannst du hier anschließen und dann geht der vom Boden bis unter den Tisch. Und weißt du, warum dieses kurze Stück jetzt dabei ist? Nein. Wenn du hier das dritte Bett baust, dann senkst du den Tisch ab, da unten ist nochmal eine Schiene. Stimmt. Und steckst dieses Beinchen in den Tisch. Zur Stabilität. Ja, zur Stabilität. Genau. Dann hast du den dritten Schlafplatz. Ja. Aber dann, das ist immer noch zu kurz, um den Tisch abzufangen. Genau. Dafür gibt es ein Zubehör, einen Adapter. Und dann kannst du den Tisch ganz normal als Einbeintisch aufbauen. Genau. Steckst du einfach unten rein. So, und jetzt. Ui, 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 ui. Ja, wieder zurück. Genau. Ui, ui, ui. Ich zeig das nochmal hier mit dem Beinchen. Das kommt hier unten rein. Ne? Und jetzt kannst du das absenken. Und dann ist das die Stütze fürs dritte Bett. Du kannst aber auch ein Zwischenstück nehmen und dann hast du ein Bein für deinen Tisch und dann wackelt er auch nicht mehr. So. Genau. Und den packe ich mal wieder in die Schublade. Da sitzt es ganz gut. Dann stört uns das jetzt nicht. So, hier passt es nämlich gerade genug rein. Ja, das ist dafür da, habe ich mir sagen lassen, diese Aussparung, Nora. Gut, was haben wir hier? Oberschrank, Ablagefach, noch ein Ablagefach. Da siehst du auch den LED-Streifen, genau, für Ambiente da oben. Ne? Genau. Mhm. Ist das jetzt hier auch wieder? Nee, das kann ich nur über diesen Schalter. Warte mal, jetzt muss ich gucken, das ist. Überm Tisch. Überm Tisch. Ah, jetzt, ja, habe ich es richtig gemacht. Genau. Da ist Werdelicht. Ja. Jo, es leuchtet. Stauraum überm Fahrerhaus, genau. Ganz klassisch. Mhm. Ohne Klappe. Ja. Ein offener Stauraum. Ja. Tief. Guck mal, da habe ich dieses Kissen hier drin. Zeige ich gleich, wofür ich das noch benutzen kann. Ja, und da oben hast du eine Kurbeldachluke. Mhm. Was steht denn da? Attention. Nicht über die rote Markierung drehen. Ach so, ja klar, ne? Mit Zahnrädern ist das und sowas. Genau. Und dann geht das kaputt. Ja. Ich setze mich mal hier hin, okay. Jetzt habe ich das. Ich bin ein bisschen. Nee, das ist gut. Ich bin auf einer Ebene. Mit Stuhl. Ich habe den Stuhl unten. Ja. Und bin mit der Auflage, auf einer Ebene mit der Sitzbank. Das passt. Genau. Ja, ich habe geguckt, ich sitze hier auf so einem Sockel, ne? Das Fahrerhaus ist ja eher ein bisschen höher. Ja. Deshalb habe ich geguckt, ob ich dann auch extrem hoch sitze. Nö, ja, mache ich nicht. Ja, das ist gut, wenn es angepasst ist. Ja, Tisch kannst du verschieben. Mhm. Hier hinter ist noch eine Ablage. Die Halterung, das ist ein schönes Aluminiumformteil hier, Nora. Das sieht mir stabil aus. Guck mal, das ist so ein Aluminiumteil. Ja. Das macht schon was her. Ja. So. Und was mir noch ganz gut gefällt hier oben im Fahrrad. Die Ablage, ne? Die Ablagefläche nochmal für Karten, keine Ahnung, Handys, alles Mögliche, was du da reinbringen kannst. Ich habe so ein bisschen, ich bin ja nun nicht so groß, ich bin 1,68. Ich habe schon das Gefühl, das ist ein bisschen niedrig, ne? Das Fahrerhaus vom Transit. Mhm. Ne? Muss ich schon sagen. Im Eingangsbereich wird natürlich nicht auf ein Mückenplissé verzichtet. Hier oben nochmal eine Ablage. Der Schlüssel. Ach, der Schlüssel. Damit wir die nicht vergessen. Schlüssel. Ne? Das neue Truma-Panel, ne, zur Steuerung der Heizung. Entsperren. Da habt ihr dann nochmal Raum, Klima,
Heizen, Ventilation, es ist ja heute alles ganz anders. Warm Wasser ist ausgeschaltet. Einstellungen kannst du hier machen. Viel Spielkram. Und hier das Bedienpanel. Ne? Sowas kennt ihr ja. Anzeige. Wo bin ich denn? Ich bin geblendet. Check. Ne? Hier hast du die Anzeigen für Wasserfüllstände. Es gibt einen Pumpenschalter. Das ist der Schalter für die Außenbeleuchtung hier oben. Ne? Außenbeleuchtung. Tauchpumpen, Hauptschalter und Hauptschalter. So sieht das aus. Hier unten muss ich drücken, das auseinanderziehen und dann hat man mehr Platz. Und dann kann ich dieses Kissen hier zwischenlegen und dann ist es doch noch etwas bequemer. Ja. Das finde ich ganz schön. Ne? Ich habe auch noch was gesehen, das ist so eine ziemlich klassische Geschichte bei Knaus und Weinsberg. Da, wo die Fächer, Regalfächerböden sind, da oben, ne? Das ist ja so der Platz für den Fernseher. Genau. Und die Böden kannst du rausnehmen. Und dann kannst du den Fernseher bis hinter den Schrank schieben, um das mal so zu sagen. Genau. Oder installieren. Ne? Ja, das obere ja. Natürlich auch. Ja. Aber das habe ich ja eben gezeigt. Musst du jetzt ja auch nicht. Ja, ich schieb das mal wieder zusammen. Das geht leicht. Isofix. Unter der Sitzbank. Ja. Da können wir mal reingucken. Was gibt es da zu sehen? Alles klar. Unter der Sitzbank befindet sich die Truma Dieselheizung und das Frostwächterventil. Die Anordnung der Truma Dieselheizung unter der Sitzbank, das finde ich schon mal gut. Ja. Weil du dann kurze Wege nach vorne und nach hinten hast. Ne? Genau. Eine zentrale Anordnung der Heizung oder Positionierung, das passt. Mhm. Das ist immer schön. Ja. Der wirkt hier innen gar nicht so klein. Nein, ich sag dir, weil du hier nicht den Kühlschrank sitzen hast als Beispiel. Wir wollen ja immer, oder viele möchten ja gerne den Kühlschrank, möchten sich nicht bücken. Und dann ist hier oben der Kühlschrank, klappst auf, hast aber hier diese Wand. Hättest, jetzt stell dir vor, dann nur diesen kleinen Durchgang, um hinten aufs Bett zu kommen. Und kannst auch schön, wenn du hier deinen Kopf nach vorne schauen, hast den Überblick, auch mehr Luft. Also zum Beispiel im Sommer, wenn doch ein bisschen mehr es wärmer geworden ist, Fenster auf, Dachluke auf, Fenster auf, kannst du wunderbar, hast richtig schön Luft. Ja, Spanien hat gerade eine Hitzewelle, ne? Ja, Spanien hat gerade die Hitzewelle. Jetzt hilf mir noch mal bitte, der Ford Transit hat eine Länge von? 5,99 Meter. Ach, das sind doch, ach komm, dann sind das natürlich 5,99, ja. Wichtig. Dann haben sie die 6 Meter Grenze richtig schön ausgeschöpft. Ja, Klappe zu. Ach, herrlich. Und ich komme immer gegen die Treppe. Ne, ja, ich weiß nicht, die Leiter kannst du ja da rausnehmen oder die Treppe. Ja, ne, mache ich jetzt mal. Dann sieht man das auch hinten zum Bett. Also ich würde es so rausmachen. Ich würde hier auch so drauf kommen. Ich würd auch sagen, ja. Mich würde das wahrscheinlich stören. Ich würde die nicht nehmen. Ja. Und gut, dann haben wir ja noch ein Bad. Mhm. Wie sieht es denn da mit den räumlichen Verhältnissen aus? Gut. Passt das mit der Tür? Aber haarscharf, haarscharf. Weil ich habe gesehen, oben ist ein Bandstopper, ne? Ja. Und jetzt hätte ich vermutet, dass die Tür kollidiert mit der Arbeitsfläche. Ja. Nein, das passt. Passt super. Passt super. Ich setze mich wie immer hin aufs Klöchen. Geduscht wird mit Duschvorhang. Den Zieher, den kann man dann festklacken hier vorne an den vier Kanten, dann ist das alles abgedeckt. Ja, das ist dieses Einhaksystem. Genau, ne? Genau. Bei Weinsberg. Genau. Ich sehe auch da oben deine beliebte Kleiderstange. Ja. Die darf nicht fehlen. Da stehst du ja total drauf. Ja. Ist das hier oben ein Oberschrank? Ja. Dann oben unten öffnen und dann hast du hier schön. Ach, das ist ja witzig. Die haben wir, die kennen wir doch, diese. Mhm. Ein Kunststoffformteil, die Seitenwand. Siehst du das? Ja. Das ist schön pflegeleicht, da wollte ich jetzt hin. Und ein riesengroßes Waschbecken. Schmal, aber breit. Ja, so. Ne? Ja. Die musikalischen Gummibänder hast du ja auch wieder. Ja, genau. Und hier geduscht, ne? Kannst du rausziehen. Ja, kannst auch draußen duschen. Ja, na, das geht auf jeden Fall, geht das. Das geht.
sehr schön. Mückenschutz, Sonnenschutz. Hier ist die Toilettenspülung. Warte mal, lass mich da mal runterschauen. Ja. Ein schöner Rost oder Roste. Ja. Ne? Mit einem Ablauf? Mit einem, glaube ich, ne? Zwei. Nee, zwei. Drei. Oh. Drei? Drei. Oh. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das nächste Mal warte ich, bis du so einen Rost hochgenommen hast. Dann wird es deutlich, ja? Drei Abläufe. Drei Abläufe. Ja, gut. Man steht ja nicht immer gerade. Oder gibt es ja nichts zu meckern, ne? Nein. Gut gelöst. Ja. Und ich glaube, genug, auch nicht schlecht hier, zum Kippen, so ein Kippschränkchen und dann nochmal drei Ablagen, also das ist... Wenn ich das... Was? Du, verbessere mich, falls ich da wieder zu voreilig bin. Eine Steckdose habe ich jetzt nicht gesehen. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich gucke nochmal. Nee. Ist da rechts noch was? Nein. Nein. Okay. Ja, das hätte ich jetzt gut gefunden, ne? Ja. Dafür hast du einen großen Spiegel. Ja. Ach, ich würde jetzt den Duschvorhang, weißt du, wo ich den hin tun würde? Wenn man ihn nicht benutzen will. Hier, da passt er optimal rein. Guck mal. Ja. So, dann stört er hier nicht. Alles klar. So, Licht aus, Licht an. Hier in der Küche. Schwupp. Klappe zu. Ach, guck, hier hast du noch eine Stange. Kannst du auch noch mal Jacken aufhängen. Ja, das ist so der Klassiker wieder, ne? TV-Vorbereitung. Mhm. Die Stange, wenn du einen Fernseher montieren möchtest, hier an der Badwand, dann nimmst du die Stange da raus. Ja. Oberschränke. Lautsprecher haben wir hinten. Da ist eine USB. Und 230, alles da. Alles drin, alles dran. Und hier hast du einen Blick auf die Karosserieverbreiterung. Ne? Genau. Um hier ein Bettenmaß hinzubekommen für einen Querschläfer, da ist ja eigentlich der Transit zu schmal für. Ja. Und das gleichst du aus, indem du hier einen Karosserieausschnitt machst und von draußen Kunststoffteil anbaust. Ne? Karosserieverbreiterung. Und dann hast du die Möglichkeit, oder dadurch ergibt sich eine Bettenbreite und Länge von? Wir haben hier am Kopfende 1,47 Breite. Das ist viel. Das ist sehr viel. Am Fußende 1,38 und Länge 1,93. Und da würde ich jetzt hier die 1,47, hier die 1,38, 1,93 Länge. Wobei ich da nochmal nachmessen möchte. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, Nora, dass das ein kleines Bett ist. Ne? Nee. Das kann ich nicht sagen. Nee. Maßband habe ich in meiner Handtasche, die ist im Kleiderschrank. Hole ich mir mal raus. Ja, warte. Die Länge möchte ich. Der Kleiderschrank war ja hier. Ja. Da unten ist ein Heizungsausströmer, sehe ich. Das ist ja auch witzig, so ein länglicher. Ja. Und das Tischchen. Dankeschön. Ja, bitte bevor schön. Du da suchst, suche ich. Ich weiß nicht, wo ich. Da ganz unten ist er. Ist es mein Maßband? Hier ist es. So, und jetzt möchte ich die Länge wissen. Klare Sache. Wenn ich jetzt von Wand zu Wand messe, bin ich genau bei über 2 Metern. Das geht mein Maßband gar nicht. Hier siehst du es? Wow. Da zeigt es gar nicht an. Ja. Ziehe ich jetzt mal den Rahmen hier ab. Guck mal, ich wollte das hier abziehen. Ja. Das Stück. Genau. So. Bis zur Wand bin ich bei 1,98. Ups. Ja gut, du hältst das Bandmaß ein bisschen schief, ne? Okay, trotzdem. 1,97 ist auf jeden Fall. 1,97? Ja. Ist auf jeden Fall eine gute Angabe. Was steht denn in den Daten? 1,93. Ach so. Deswegen habe ich mich ja gewundert. Ich habe ja eben, als ich die Maße gesagt habe, 1,93 genannt. Deswegen wollte ich es ja unbedingt nachmessen. Ja, siehst du? Sonst habe ich oft immer das Gefühl, ne, dass Hersteller doch etwas mehr dazugeben. Aber hier haben sie etwas. Hier ist genau das Gegenteil. Ja. Das sind ja diese besagten Raster. Rasterdachluken. Genau. Wie funktioniert das Ganze? Anfassen, nach hinten drehen, also sozusagen zum Heck. Ja. Dann rastet es aus, dann geht es hoch und dann kann ich schieben und kann in jeder Position einstellen. Zack, ah, so weg. Funktioniert das. Wir haben also hier hinten im Heckbereich 4 Öffnungen, eine Dachluke, 3 Fenster,
Die sind sehr groß. Wer das nicht mag, hier direkt vor diesem großen Fenster liegen, der kann sich das auch wunderbar verkleinern. Ja? Dann liegst du hier drunter, keiner kann reinsehen, Luft kommt rein. Wir haben die Rahmenfenster von Dometic. Rahmenfenster? Rahmenfenster. Nobel, Nobel. Nobel, Nobel. Und alle ausstellbar, keine feststehenden. Nein, alle ausstellbar. Super. Jetzt musst du doch, diese Polster, die müsstest du doch jetzt hier hochkant hinbekommen. Siehst du? Mhm. Genau. Hochkant. Hochkant ja. Hoch. Und dann hast du variabler Stauraum, warte, knicken in der Mitte. Genau. Und dann darüber? Ja, genau. Und dann kann ich das hier noch rausnehmen, kann durchlagen. Ja. Und fertig ist. Ah, hier, guck mal, hier ist ein Benzel. Ja. Lass mal bitte los. Mhm. Das sollte jetzt hängen. Genau. Bei dir ist nichts, ne? Nein. Gut, das hast du ja schon gesagt, die beiden Schottwände kannst du rausnehmen. Genau. Was mir hier auch gleich auffällt, ne? Die Fazurösen sind im Boden versenkt. Ne? Hier. Das ist eine Fläche. Wenn ich die runterklappe, habe ich eine Fläche. Die stört stehen jetzt nicht ständig raus. Oh, da haben sie aber richtig Haushaltstechnik genommen. Hier, du. Ablasshahn. Wasser. Frischwassertank. Ja. Ne? Diese im Boden eingelassenen Verzurösen gibt es bei Weinsberg nur bei Ford, nicht bei Fiat. Jetzt war, weil, der Boden ist anders aufgebaut. Der Boden ne? ist anders aufgebaut. Die und ich finde das. Die ja. Bodenplatte, genau. Ich finde das praktisch, gerade wenn man die Stühle unten, da ist nichts im Weg. Du hast keine Huckel unten auf der Ladefläche. Die Markisenkurbel hat einen schönen Platz gefunden hier. Ne? Mhm. Noch ein Stauraum und ein kleiner Mini-Gaskasten. Da bekommst du mal gerade so eine 5 Kilo rein. Mhm. Mehr brauchst du ja auch nicht. Nee. Brauchst du ja nur zum Kochen. Genau. Kühlschrank, Kompressor, Heizung und Warmwasser, Diesel. Ne? Genau. Dann geht es hier weiter auf der linken Seite. Ich komme mal rum. Ja, dann machen wir das so. So viel einfacher. Da stimme ich dir zu. Keine Frage. Hier oben anfangen. Unter dem Polster. So. Was haben wir denn dort? Ein Ablage. Stauraum. Ein Stauraum. Ein Stauraum. Und da drunter? Moment. Mache ich aus. Einfach ziehen? Nee. Ja, die haben gerne diese Schnepper. Ah, ne? Ja. Genau. Oh, okay. Das Silberne, was man da sehen kann, ist der Radkasten, der ist da drunter. Und hier hinten ist die Elektronik verbaut. Ne? Du hast hier den Zugang zu den Sicherungen und das Steuerelement für die Aufbauelektrik. Dann hast du hier einen Ladebooster, der ist verbaut. Das ist ein 25 Ampere Ladebooster von Schaut. Und hier ist das Netzladegerät. Mensch, schweres Wort. Und das Weiße daneben ist die 230 Volt Landstromeinspeisung. Wo diese Bauteile sind, da ist es ja meist nicht weit zur Batterie. Ach, guck mal. Hier habe ich einen Batterietrennschalter. Damit kann ich die Batterie also komplett stromlos schalten. Na? Einfach ziehen, das ist ein Schnepper. Ich traue mich immer nicht. Ja, hier unten, wisst ihr, ich traue mich immer nicht. Als Grundausstattung ist eine AGM-Batterie verbaut. Platz ist für zwei, die Vorbereitung ist schon gemacht worden. Und weißt du was? Du bekommst auch ab Werk als Sonderausstattung Lithium-Batterien. Ja. So Batterien, Plural, logisch? Ja. Weil es passen ja zwei rein. Na? Und das inzwischen ab Werk. Mhm. Das ist, glaube ich, so hoch. Ja. Ja, jetzt habe ich es. Jetzt? Das gleiche darfst du nochmal machen. Ich werde hier geprüft. Ich werde geprüft. Ich weiß das. Und Klasse. Man muss sich trauen. Man muss Klasse, sich trauen. Ja. Man muss sich echt trauen. Und vor allen Dingen, es ist stabil, es geht gut. Du, bei diesen Schnepperdingern, da bin ich immer am Fummeln wie sonst was. Da du das so gut gemacht hast, Nora, und dir das so leicht fällt, in deinem Rücken ist noch was zum Schnappen. Das ist anders. Das ist im Endeffekt wie eine Schranköffnung, erst recht. Ja, so einpassen dahinter. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Da ist dieses Ding. Ja, genau. Jetzt habe ich es verstanden. So, schnapp. Super. Zu.
Wir haben hier übrigens zwei Heizungsausströmer hier hinten unter dem Bett. Das haben Sie ordentlich gemacht. Ja, das haben Sie ordentlich gemacht. Wir haben im unteren Bereich hier eine Kunststoffverkleidung. Und da, wo es in den Schlafbereich geht, ist das Ganze ein bisschen kuschelig mit Stoff bespannt. Ja. Und da oben gibt es auch noch Ablagen über der Tür. Das hier? Ja. Damit kannst du die Tür um, sagt man 180 Grad, damit kannst du die Tür umklappen. Ich zeig dir das mal. Genau. Das sollte man nur nicht, also das ist eine Verriegelung, ne? Die Tür stoppt ja jetzt hier, 90 Grad, sagt man, ne? Mhm. Und jetzt kann ich sie weiterklappen. Da musst du aber immer aufpassen, ich weiß gar nicht, wie das hier ist, ob da wird kein Anschlag sein. Ah, doch, du kannst 180 Grad, bis hier kannst du komplett aufmachen. Geht das noch weiter? Nee, weiter geht nicht. Das ist ein Begrenzer jetzt. Dann kannst du 180 Grad aufmachen. Und hier kann man nochmal schön sehen, die Karosserieverbreiterung. Ne? Wenn du das von da hier rüber filmst, dann kannst du sehen, wie weit die raussteht. Ja. Dadurch kommst du auf dieses breite Betten, auf die Bettenlänge. Genau, wir hatten ja gesagt, ja. Ohne den Rahmen, weil man ja davor liegt, waren wir bei 1,97. Ja. Genau. Und das sieht natürlich richtig cool aus hier, ne? Das sind Aluminiumrahmen. Ja. Aluminium ist kalt. Ne? Das kennt ihr alle, sogar offen. Ah, Kassettenklöchen. Mit Magnet, ne, wird die Klappe oben gehalten. Und da hast du dann deine Kassette. Mhm. Und davor noch ein bisschen Platz für Hygieneartikel, heißt es, glaube ich, ist das schön. Und ich gehe mal eben rein. Ich möchte noch, bleib du ruhig hier, ich möchte dir noch was zeigen. Ja. Hier gibt's nämlich ein Detail, das kennen vielleicht nicht alle. Hier gibt es ein Bauteil von Truma. Dieses Bauteil gehört zu der Heizung. Und hier ist ein kleiner Kontaktschalter. Ich glaube, man hört es auch klacken. Ja. Meine dreckigen Finger filmst du hier so genau. Dieser Kontaktschalter, der dient dazu, die Heizung abzuschalten. Wieso Heizung abschalten? Ja. Es geht um Folgendes. Da unten ist der Kamin der Heizung, da kommen die Abgase raus. Und wenn du das Fenster aufmachst, dann löst dieser Kontakt aus und die Heizung geht aus. Das dient dazu, dass du dich bei offenem Fenster nicht mit deinen Abgasen vergiftest. Genau. Das ist der ganze Sinn dieses Schalters. Einfach haben wir noch vergessen, Nora. Da müssen wir aber wieder zurückbauen. Hier ist noch eine Öffnung unter den Matratzen. Und das kann ja letztendlich nur zum Trinkwassertank führen, oder Frischwassertank. Der Tank. Ja. Da sehe ich etwas, dieses Kunststoff hier, dieses Graue und diese Halterung, das ist für die Aufnahme eines Frischwasserfilters gedacht. Ne? Du kannst dieses graue Element rausnehmen, das ist hier gesteckt. Da sieht man auch die Ver- und Entriegelung und auf der anderen Seite gesteckt. Und dann kannst du dort einen Frischwasserfilter oder einen Wasserfilter einsetzen. Mhm. Ne? Das ist auch typisch Weinsberg-Knaus. Ne? Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben hier halt den Frischwassertank mit Tauchpumpe. Da unten sitzt die Tauchpumpe drin, kann man gut sehen. Das Bauteil hier, das ist die Füllstandsanzeige, ne? Der Sensor. Und ansonsten eine Reinigungsöffner. Zu, dann machen wir das wieder zu. Aber da muss man ja nicht so oft dran. Also hat man auch ein tolles Staufach hier, dreckige Wäsche zum Beispiel, wunderbar. Ja, und den Ablasshahn, den hast du ja unten an der Seite, da haben wir ja vorhin reingeschaut. Ich möchte noch mal reingucken. Ah, das da tiefe Staufach, ja. Kann man da was sehen? Ja, kann man sehr sehen, schön ne? sehen. Ja. Mhm. Für Angelruten, Wanderstöcke. Wanderstöcke, klappbare.
vorne, das Sichtschutzrollo wird da so eingerastet. Ja, eingerastet, genau. Da weiß ich noch nichts über die Haltbarkeit, du. Kannst du einmal in dieser Stufe einrasten und dann hier oben. Kenne ich noch nicht, diese. Nee, ich auch nicht. Und links und rechts sind halt Faltrollos, ne? Genau. Ja. Nee, die Art kenne ich noch nicht. Nee. Dafür ist das aber, du, das ist aber ein richtiges, festes Material. Ja, das ist wie früher bei den Rollos eigentlich. Ja. Ja. Ja, genau das meinte ich. Genau, silberbeschichtet. Ach so, das geht von da. Ja, das ist diese. Und vorsichtig in der Schiene. Hinter, genau. Das ist ja echt der Knaller. Du. Daten und Fakten. Länge 5,99 Meter, Breite 2,06 Meter, Höhe außen 2,74 Meter. Die Innenstehhöhe hier beim Ford 2,05 Meter. Wow. Ja, die finde ich nämlich richtig gut. Und die Innenbreite, die gibt Weinsberg auch an mit 1,87 Meter. So. Das Bett hatten wir, hier habe ich es mir aufgeschrieben, 1,93. Wir sind ja aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es 1,97 sind und das finde ich sehr gut. Frischwasser haben wir 100 Liter und Abwasser 75, Masse im fahrbereiten Zustand 3002 Kilo. Diese Heizung hatten wir. Jetzt hier bei diesem Fahrzeug haben wir eine Automatik, Sechsganggetriebe. Abwassertank ist beheizt, Isofix und ach ja, es gibt bei Weinsberg diese Silvi-Magnet-Geschichte, ja, die man ist, sich das ist so ein Kit. So ein Paket, ihr könnt euch das aussuchen, wo ihr euch das anbringen möchtet und könnt dann variieren, was ihr damit macht. Ja, du hast eine Magnetleiste, die du drunter kleben kannst an einer Stelle deiner Wahl und so Pads, das ist so wie so ein Mauspad, kann man sich das vorstellen. Da ist eine Metallfolie drin und dadurch magnetisch und so weiter und so weiter. Und das kannst du in einen Schrank legen, das kannst du auch irgendwo hinkleben, wie auch immer. So habe ich das verstanden. Und dann gibt es noch einen Gutschein für ein, ich hätte fast gesagt, Rescue-Kit. Das ist ein Gutschein, da bekommst du, wenn du dich da anmeldest, eine Reiseapotheke, ne? Mit, ja, genau. Mit, keine Ahnung, Mückensalbe, keine Ahnung, was da drin ist. Wo wir dabei sind, was man alles so dazu bekommt. Wenn ihr hier bei Holiday Heinz und Linse bis zum 10. Juni oder Juno 2023 ein Fahrzeug erwerbt, also unter anderem auch diesen Kastenwagen, bekommt ihr eine Klimaanlage kostenlos. Dazu. Mit Einbau logisch, nicht einfach in den Kofferraum gelegt. Nein, die wird natürlich aufgebaut aufs Fahrzeug. Also, Klimaanlage, wenn ihr hier kauft, bis zum 10. Juni, kostet nichts. Die ist von Fechlein. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Würde so jetzt im Handel 1.600 Euro kosten, plus Montage 500. Also bei gut 2.000 Euro. Ja, der Aufbau, die Kosten würden ja ein bisschen variieren zwischen Kastenwagen und Kabinenfahrzeug. Genau. Das spielt aber alles keine Rolle, weil das ist ein Komplettset mit Einbau. Ne? Ja. Schon mal nicht kostenlos schlecht. Obendrauf. Genau. Finde ich einen guten Deal. Ne? So, ja. So Saisonstart-Deal. Ja. Ja. Ist so eine kleine Fahrmaschine auch. Ne? Ja. Klein, wendig, ne? Gut und unterwegs. Ein tolles Raumgefühl. Also ich finde es richtig gut. Und ein wirklich breites Bett. Und auch Länge. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist für ein Querbett. Ansonsten, du guck mal hier, Media Center, Automatik, alles drin. Ja, alles, der Ford hat ja die Assistenzsysteme. Ja. Hier hast du auch noch so ein, ne? Halterung. Hier ein Pad-Halterung oder iPhone-Halterung oder Telefon-Halterung oder wie man es auch immer machen möchte, Tablet-Halter. Also das hat eine schöne Haptik hier, ne? Das Lenkrad. Was ich nicht so genau weiß, das ist eben diese Höhe hier oben im Fahrerhaus. Für uns kleine Zwerge ist das alles gut. Keine Frage. Schönes Auto. Ja gut, wenn man sich hinflitzt, dann geht der Kopf sowieso tiefer. Nee, ich meinte beim Fahren. Ja, ach so, beim Fahren. Oh Gott, ja. Entschuldigung. Ich meinte, Sitze umgedreht. Ja, klar. Ne? Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Bertel möchte mich immer ärgern. Wir haben also einen Grundpreis auf Ford Transit als 3,5 Tonner
von 54.890. Und das Fahrzeug hier, wie es angeboten wird, was mit dem, es gibt ja noch Pakete da drin. Mein Gott, was alles, was wir nicht erwähnt haben. Jedenfalls hier, auch mit 130 PS als 3,5 Tonnen, liegt das Fahrzeug dann bei 76.098. Naja, du hast die Automatik, du hast eine Markise draußen dran, das habe ich ja auch noch gesehen. Ja. Und so diverse Kleinigkeiten, Pakete, die noch verbaut auch sind. Ja, ja. Ja, die ganzen Pakete jetzt aufzuführen, ja, das würde einfach zu lange dauern. Genau. Was mir ganz gut gefällt bei Weinsberg, das ist der Konfigurator. Also da könnt ihr genau sehen, wenn ihr da euch einloggt und konfigurieren möchtet, das Fahrzeug, da habt ihr genau die Gewichtsangaben. Also jedes kleine Detail wird aufgeführt. Das hat mir sehr gut gefallen, schön übersichtlich. Haben sich Mühe gegeben. Haben sich Mühe. So, ihr Lieben, das war's für heute aus einem Weinsberg-Kastenwagen. Mhm. Spannend war's. Ja. Der Ford hat sich ja auch etwas gewandelt, seitdem wir das letzte Mal in einem Ford gesessen haben. Muss ich zugeben. Schickes Fahrzeug, Spaß hat's gemacht. Ja. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Mhm. Bis die Tage. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski.